Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Die Jungs sind immer noch im Urlaub, ich meine, das kennt ihr ja schon in den letzten Videos. Wenn der zurückkommt, sieht er bestimmt mega braun aus, weil er in Kroatien ist. So, da haben wir hier Post bekommen vom Olli. Ich finde eure Videos super, vielen Dank dafür. Ich habe zum Thema, wer günstig kauft, kauft zweimal. Wer zweimal kauft, kauft öfters, heißt er doch. Einen Lüfterregler eines Mercedes C250 Turbo, dieses Typ W202, beigefügt. Ich habe das Teil für knapp 20 Euro neu bei einem Versteigerungsportal erworben. Scheinbar eBay. Ne? Das Teil ist aus Bremen zugesendet worden und soll laut Beschreibung 3 Jahre Garantie haben. Habe das Teil eingebaut, lief auch an dem Nachmittag einwandfrei. Am nächsten Tag bin ich losgefahren, es lief auch gut, hatte es auf Stufe 2, bis auf einmal das Gebläse mit Vollgas lief. Es konnte nicht mehr geregelt werden. Als ich den Wagen abstellte, den Schlüssel zog, lief das Gebläse volle Pulle weiter, habe dann die Sicherung ziehen müssen. Original bei Mercedes sollte das Teil 265 Euro kosten. Habe dann im Netz geschaut und von einem namhaften Hersteller für 90 Euro einen Regler gekauft. Dieser läuft wunderbar. Vielleicht könnt ihr im Rahmen eines Experiments herausfinden, wo der Fehler ist. Okay. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Autogramm freuen. Kriegst du auf jeden Fall. Zur DKMS muss ich sagen, ihr seid sehr arrangiert. Ich selbst spende jährlich einen Geldbetrag. Ich hatte auch die Ehre, ein Leben zu retten. Vor 6 Jahren habe ich in Köln Knochenmark entnommen bekommen. Ich habe damit einem 10-jährigen Jungen helfen können. Er heißt und lebt in Idaho in den USA. Ich habe heute noch Kontakt und es geht ihm gut. Anbei noch 2 Fotos. Wie geil ist das denn? Ah ja, das ist der Olli. Das ist der Entnehmer aus der Kölner Uni. Ja, wie geil ist das? Und das ist der Junge aus Amerika. Ja, mega. Ja, kann ich euch immer nur wieder daran erinnern und immer wieder guckt, dass er spendet, vielleicht Organspender und. Ohne das gäbe es meinen Cedric auch nicht mehr. Also guck mal, ich finde es cool. Wir werden das auch immer weiter unterstützen. Und Olli, vielen, vielen Dank. Ja, ich meine, dann gucken wir uns das doch mal hier an. Wofür ist so ein Regler da? Wie kann man das am besten erklären? Ich hole mal ein paar Sachen dazu. So, ich habe hier nochmal so eine Lage, so ein paar verschiedene Sachen. Achso, dazu muss ich euch gleich auch noch was erzählen. Hat zwar nichts mit Auto zu tun, aber ist auch gut. Gibt es die verschiedenen Ausführungen, diese Regler. Wofür ist so ein Regler da? Normalerweise kennt jeder diese 1, 2, 3, 4 Stufen bei einem normalen Gebläse. Die Gebläsemutter ist eigentlich immer gleich. So, und da gibt es einen Vorwiderstand. Dieser Vorwiderstand sitzt in dem Lüftungskanal, weil der gekühlt werden muss, der wird relativ warm. Und dieser Vorwiderstand begrenzt den Strom und auch natürlich die Spannung. Und der sorgt dafür, dass man die erste, zweite, dritte Stufe, je nachdem, immer mehr begrenzt und dadurch der Lüfter auf 1, 2, 3 oder 4 verschiedene Stufen arbeitet. Dann gibt es das Ganze elektronisch geregelt, das heißt, man hat eine Elektronik. Und diese Elektronik kann man dann rauf und runter drücken. Und damit kann man den Lüfter eigentlich feiner dosieren, ist ein bisschen komfortabler. Und dafür braucht man eben so einen Reglerbaustein. Das sind verschiedene Ausführungen hier, das ist zum Beispiel BMW. Das hier weiß ich gar nicht, das ist VW. So, und das hier ist Mercedes. Die sitzen auch im Lüfterstrom drin. Hier diese ganze Nippel oder wie hier diese Nippel oder hier diese Rippen, die da auf der Erde liegen, sorgen dafür, da drin ist ein fetter,
fetteres elektronisches Bauteil, also ein Transistor drin. Wie funktioniert es technisch? Das können wir uns jetzt mal anschauen. Ich klemme den einfach mal an. Mal an, da geht einfach, eigentlich ist das bei jedem Fahrzeug, ist das gleich. Kommt einmal der Lüfter dran mit Plus und einmal der Lüfter dran mit Minus. So. Könnte man jetzt hier auch an die anderen anschließen, wenn man die PIN-Belegung weiß. Bei Mercedes weiß ich, meine ich, zu wissen, wenn nicht, fängt das Ding jetzt gleich sowieso an zu kokeln oder zu schmoren. So, Plus drauf. Und einmal Minus drauf. Habe ich im Prinzip alles. Wow, okay. Das ist das, was er vorhin sagte. Verstanden. Also normalerweise, jetzt, das habe ich gezwiebelt jetzt, das Ding. Ne? Der ist einfach voll angelaufen, darf der gar nicht. Das darf der Lüftermotor nicht machen. Also, Plus drauf, Minus habe ich jetzt noch nicht draufgelegt. Und normalerweise ist hier auf diesem mittleren Anschluss kommt dann die Ansteuerung von dem Steuergerät. Das ist entweder nur eine Spannung von 0 bis 12 Volt oder sogar eine Frequenz, die draufgegeben wird. Das ist je nachdem, was für ein Hersteller das ist, ist das anders aufgebaut. Und normalerweise darf der Lüftermotor jetzt, wenn da Plus und Minus drauf ist, nicht laufen. Aber das ist ja das, was Olli auch sagt. Er hat das Auto stand und der Lüftermotor ging volle Pulle. Ich halte den jetzt mal hier fest. Und lege jetzt hier mal Minus drauf. Boah, das aber nicht. Der läuft jetzt schon volle Pulle. Das da aber nicht. Er schaltet also jetzt schon komplett die Spannung durch. So, und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das Ding sitzt jetzt hier so im Strom drin und wird dann in den Innenraum geblasen. Und das Ding ist Schrott. Das heißt, der Transistor ist durchgebrannt. Das Ding hat direkt, schaltet sofort durch. Ja. Also, was da jetzt genau innen drin passiert ist, ja, ich denke, dass der Transistor einfach durch ist. Das Ding ist auf jeden Fall Schrott. Olli, vielen, vielen Dank für das Zusenden. Der DKMS macht das weiter so. Dann nochmal zu der Abteilung, wer zweimal kauft, kauft öfters. Ich habe in meinem Garten eine Gartenbeleuchtung. Hat jetzt nichts mit Autos nicht wirklich zu tun, aber nachdem ich jetzt das ganze Wochenende einen Kurzschluss gesucht habe und von, das sind ungefähr 10 Lampen, den halben Garten aufgebuddelt habe, um an die Verteilerdinger zu kommen, das Kabel kontrolliert habe und ich den Fehler nicht gefunden habe. Ich bin bald verrückt geworden. Mein Garten sieht aus, als wenn dort 30 Maulwürfe reingegangen sind. So sieht das da aus. Bin ich dann hinterher drauf gekommen, mir die Lampen anzuschauen oder die Leuchtmittel anzuschauen, LED-Leuchtmittel, die ich gerade vor kurzem neu gemacht habe. Da kann es ja dann nicht dran liegen. Aber da haben eben 10 Stück nur, ich glaube, 15 Euro gekostet. Ich mache so eine Sendung hier. Und guck dir das mal an. Dann ist das Leuchtmittel, leuchtet auch noch. Aber innen drin verbrannt. Und wenn es jetzt endlich mal Geruchsvideo geben würde, boah, das riecht nach verbrannt. Und dieser Kurzschluss entsteht nur nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Laufzeit. Ich habe immer gedacht, es liegt am Regen, irgendwas wird nass werden. Nein, die Leuchtmittel kaputt. Und ich habe sie gerade alle getauscht gehabt, weil ich gedacht habe, wenn es ein, zwei kaputt sind, machst du alles von einer Firma. Jetzt kann ich die alle nochmal austauschen, habe mir jetzt welche von Osram bestellt. Und gut, Achtung. Da kommt Auto. Gut. Also, achtet einfach darauf, dass er Qualität kauft. Bei sowas ist es echt übel. Das war mein Samstag, der halbe und der halbe Sonntag.
Irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr, bis ich diesen Scheißfehler hier gefunden habe. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch ein Auto. Der Kunde hat uns auch ein schönes Schreiben dazu geschickt, ein älterer Herr mit Schreibmaschine geschriebenes Schreiben. Ich hole den Wagen mal rein, da gibt es ein Problem mit der Stromabnahme. Weiß jetzt noch nicht, was da kommt. Holen wir von mal rein, machen wir eine Diagnose und sehen mal weiter. So. Es ist wohl so, ich vorhin schon sagte, das ist ein älterer Herr, der hat, ist bei, beim Vertragscenter ist der Kunde und er ist total verzweifelt, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll und hat uns dann im Fernsehen gesehen und hat gedacht, okay, schreibe ich die mal an. So. Machen wir eben ganz kurz hier so die Adresse raus. So, an die Autodoktoren Holger Pasch, Hans-Jürgen Frau, sehr geehrte Autodoktoren, das auch geil ist, mit Schreibmaschine geschrieben. Das habe ich schon gedacht, ey, das ist ja sehr außergewöhnlich. Wenn Sie mich heute mit einem für mich größten Problem ansehen, da ich nicht mehr weiter weiß und ich mit meinen 82 Jahren auch nervlich am Ende bin, fahre zurzeit einen Hyundai iX20. Erstzulassung 9.05.2012, Kilometerstand 22.300 Kilometer. Gut, in 8 Jahren 22.000 Kilometer. Fährt ja auch nicht so viel, ne? Am 18.09.2018. Warte, 2018? Ja, das ist ja fast 2 Jahre. Wurde die Batterie erneuert, 50 Amperestunden. Seit dem Zeitpunkt der Batterieerneuerung springt der Wagen nicht an, wenn ich nicht tags zuvor 10 bis 15 Kilometer fahre. Laut Aussage des Werkstattmeisters von Hyundai, Herr Bing Bing Bing, würde ich zu wenig fahren. Okay, das ist nicht viel, was er fährt, aber jeden Tag 10 bis 15 Kilometer, naja. Hab mir jetzt ein Startergerät gekauft, um im Notfall mit dem Startergerät den Wagen in Gang zu setzen. Habe morgens meist so einen Hals, wenn der Wagen nicht anspringt und ich in guter Kleidung erst am Motorraum rumwerkeln muss. Na ja gut, Anzug aus, Arbeitsanzug an, würde ich sagen. Ne? Vielleicht können Sie dem Herrn auf die Sprünge helfen. Eine Visitenkarte von Herrn liegt bei. Können Sie mir weiterhelfen? Würde mich freuen, wenn Sie sich melden würden. Mit freundlichen Grüßen, Paul. B-b-b-b. Ja. Dann wird ihm empfohlen, er soll 10 bis 15 Kilometer fahren. Coole Nummer. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. So ein Fahrzeug, wenn es abgestellt ist, abgeschlossen ist und ungefähr so 20 Minuten später, wenn das Datenbussystem komplett zum Schlafen kommt, Datenbussystem noch mal kurz zur Erklärung. Wenn ich auf das Auto zugehe, den Wagen aufmache, fährt eigentlich schon das Datenbussystem hoch. Das heißt, alle Steuergeräte wie Radio und kommunizieren miteinander und verbrauchen dann natürlich auch bei Strom. Wenn man den Wagen wieder abschaltet, braucht es eine Zeit lang, wie früher, das ist eine kleine Farm, nee, die Waltons, Jim Bob, gute Nacht zu Ellen, Bob, 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 bis die dann alle schlafen. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elizabeth. Und dann darf der Wagen eigentlich maximal 30 Milliampere aus der Batterie ziehen. So eine Batterie, oh, ist auch eine Original-Hyundai-Batterie. Wow. Hat 50 Amperestunden. Das heißt, 50 Amperestunden, ich kann diese Batterie 50 Stunden lang mit einem Ampere belasten, bis sie leer ist. Oder andersrum, eine Stunde lang mit 50 Ampere. Das ist eine eine relativ kleine Batterie, aber für den Wagen scheint das zu genügen, weil es ja auch ein Originalteil ist. Was wir jetzt messen, jetzt einfach mal die Stromaufnahme von dem Fahrzeug und
Dafür können wir mal einen Tester an. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Stromaufnahme zu messen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit einem super Messgerät, einfach mit einer Induktionszange, hier durch jeden Leiter, wo Strom fließt, entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld misst diese Induktionszange, indem ich die hier drum tue, rechnet das über den Computer aus und wir können sehen, 450, 460 Milliampere. Also fast ein halbes Ampere. Was haben wir vorhin gesagt? 50 Stunden, 1 Ampere, also in 100 Stunden ist das Auto ratzeputzleer. Und sehr wahrscheinlich nach 2 Tagen kann man den schon nicht mehr starten, weil nicht mehr genug drin ist, um den Anlasser zu betätigen. Und der Anlasser braucht auch mal so schlappe 250 bis 300 Ampere, je nachdem, wie kalt der Motor ist. Ja, das ist klar. Ein unglaublicher Stromabnehmer. Ich will euch mal zeigen, wie ihr es zu Hause messen könnt. Einfach ganz normales Multimeter auf Ampere stellen, den Anschluss lösen. Und der ist auch nicht besonders fest. Na gut. Und das Amperemeter, also Strom kann man nur in Reihe messen. Das heißt in Reihe zur Batterie und zum Verbraucher. Das heißt, der Strom in Reihe geht hier im Prinzip durch das Messgerät, kommt hier wieder raus und geht hier jetzt ins Fahrzeug rein. Okay, das zeigt sogar genau, ach, jetzt ein halbes Milliampere. Also die Induktionszange, der zeigt jetzt auch so viel an, das zeigt gerade sogar noch mehr an. Ein halbes Ampere ist das. Okay, das kann jetzt sein durch das Abklemmen, dass ich hier nochmal neu kalibrieren muss, weil der jetzt so ein bisschen ungenau ist. Ja, okay, sind wir gleich. Ne? 460, 0,46 Ampere, 0,46 Ampere. So, das ist viel zu viel. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier das Datenbussystem, obwohl Hyundai da jetzt nicht so speziell ist, das Datenbussystem noch runterfahren muss. Jetzt warten wir mal 10 Minütchen. Also es ist so bei BMW zum Beispiel, die haben teilweise sogar noch höhere Amperezahl. Also sie gehen so auf die 80 Milliampere verbrauchen, das heißt 80 bis 100 Milliampere, aber die haben natürlich auch viel fettere Batterien oder sogar eine zweite Batterie drin, weil die so viele Rechner drin haben, die immer noch ein bisschen Strom ziehen. So, jetzt warten wir einfach mal kurz ab, lassen wir eben was Zeit vergehen und warten wir mal. Okay, 0,46 Ampere. Also für mich erstmal unbegreiflich, da ist ein Hyundai-Händler. Und der Hyundai-Händler sagt dem Kunden, er würde zu wenig fahren. Anstatt das einfach mal zu messen, wird ihm eine neue Batterie reingemacht. Und das ist jetzt 2 Jahre, schlägt der Mann sich damit rum und die haben einfach einen Stromabnehmer. Ist einfach nur ein Stromabnehmer. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie geht man jetzt vor bei einem Stromabnehmer? Geht an den Sicherungskasten. Das hier ist der vorder Sicherungskasten, da sind die meisten 30er Sicherungen drin. 30 heißt alle Sicherungen, die mit Dauerstrom beaufschlagt sind. Können wir hier mal ganz kurz gucken. Schauen wir mal eine Prüflampe. Mit der Prüflampe können wir dann sehen, ob dort, wo da 30 drauf ist, auf welcher Sicherung. Und die ziehen wir einfach. Und wenn wir die Sicherung gezogen haben und die Spannung, also der Strom fällt ab, dann wissen wir, dass in diesem Stromkreis unser Fehler liegt. Da ist nichts, 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 da ist nichts. Da ist nichts. Da ist eine Sicherung, da ist. Da kann man jetzt auch sehen, wenn das hier leuchtet, geht die Stromaufnahme auch rauf. Ne? Das wegmache, Stromaufnahme geht runter und wenn ich hier drauf gehe, ne? Sieht er wieder, das ist das,
sagen wir 460, dann gehen wir rauf auf 650, also mal rechnen, 40 oder 100, geschätzt 150 Milliampere verbraucht die Lampe. So, da, die Sicherung hat auf jeden Fall Saft drauf. Hier ist nichts. Da ist nichts. Und hier unten die Reihe ist bestimmt komplett voll. Ja, das ist die ganze 30er Spannungsversorgung. Ja, und die haben auch alle hier 30 drauf. Okay, gut, dann ziehen wir jetzt eine Sicherung nach der anderen. Das ist ein bisschen mühselig, aber anders und besser kann man es eigentlich nicht. Kann man es eigentlich nicht machen. Was auch wichtig ist dabei, ist, wenn ich die Sicherung ziehe, gucken, ist weg, nee, haben wir noch, ist noch gleich, dann die Sicherung direkt wieder an dieser Stelle einbringen. Nicht irgendwie auf einen Haufen legen und hinterher nicht mehr wissen, wo die Sicherung war. Weil das haben wir auch schon gehabt. Dann haben Leute die Sicherung gezogen und haben die an eine falsche Stelle reingesteckt. Immer noch. Jetzt ist fast die letzte Möglichkeit, die noch zu ziehen. Immer noch. Okay. Das sind eigentlich alle Plus-Sicherungen hier oben. Also hier sind eigentlich die Hauptsicherungen. Ich gehe mal im Fahrzeug gucken. Im Fahrzeug gibt es ja auch noch Sicherungen. Ob ich hier im Fahrzeug noch irgendwas... Oh, hier sind auch noch Sicherungen. Jetzt nichts. Da ist eine. Okay, die muss ich mal. Die 15, da ist noch eine, da ist noch eine, da ist noch eine. Okay. 2000 Jahre später. Haben wir hier den? Und dann die ganze einzelne. Ah, ja, gut. Dann ziehen wir jetzt hier. Das sind auch nochmal 10 Sicherungen. Okay. Jetzt haben wir 2 Ampere, die da fließen. Warum? Ja, weil wir die Türen aufgemacht haben. Müssen wir mal, dass wir die eine Seite zu machen, weil da natürlich die Innenbeleuchtung angeht. Und wie kriegen wir die Innenbeleuchtung aus? Indem wir hier auf den Knopf drauf drücken, hier an der Seite. Na ja, hat da richtig viele fette Innenbeleuchtung drin. Oder wir schrauben das eben. Aber schrauben das eben ab. Ich schraube das eben ab, dann haben wir den Verbrauch auf jeden Fall raus. So einen Torx-Schraubenzieher haben. Und dann Oder Klebeband. Ja, ich weiß nicht, ob ich das damit gehalten kriege, da bin ich immer unsicher. Weißt du, dann löst sich das Klebeband ab. Das habe ich schon mal gehabt und dann habe ich mir den Arsch abgesucht. Das ist ein guter Tipp von Joscha, man könnte jetzt hier einfach ein fettes Klebeband drauf machen, aber dann drückt das hinterher doch raus. Habe ich schon mal gehabt, dann habe ich dann weitergesucht und so ist es ja relativ einfach. Da hast du nicht das gute Fete-Klebeband genommen. Das hält dann auf jeden Fall. Ja, ja. So bin ich auf jeden Fall sicher und safe, dass da... Darf dir nur das Kabel nicht reinrutschen? Nee, ich klemm's ja nicht ab. Ist ja nur ein Anschluss, der holt sich ja hier über das Chassis. Ja, okay. So, jetzt warten wir mal ein Männchen ab, bis die Innenbeleuchtung ausgeschaltet ist. Wir meinen, wir hätten einen Kfz-Meister, ne? Bitte? Wir können meinen, wir hätten einen Kfz-Meister. Ja, den habe ich aber ja beim Lotto gewonnen. Du hast ja auch einen, ne? Ja, ja. Ich habe den nicht gewonnen. Ja, dann hast du auch die gleiche Lotterie gespielt wie ich, ne? So, jetzt müssen wir leider abwarten, weil das ganze System jetzt hochfährt. Jetzt fährt es gerade runter, jetzt ist es wieder untergefahren. So, Lampen innen drin sind aus. Okay, super. Dann können wir jetzt hintereinander die einzelnen Sicherungen ziehen. Und dann schauen wir mal. Da haben wir jetzt deine Pumpwartung seit Jahren. Immer noch. Immer noch.
Immer noch. Mist, immer noch. Das gibt's doch nicht. Das ist die letzte Sicherung. Alter, das kommt mir jetzt was komisch vor. Also wenn das Steuergeräte wären, ein Steuergerät kann das nicht machen. Das müssten ja mehrere Steuergeräte sein. Okay. Wer weiß das schon? Wir warten jetzt mal eine halbe Stunde und gucken in einer halben Stunde, weil der auch so teilweise hin und her springt. Nicht, dass es das wirklich noch Steuergeräte noch am Arbeiten sind, dass der Datenbus noch aktiv ist. Wie lange dauert sowas normalerweise? Ja, BMW hat zum Beispiel eine Dreiviertelstunde, einige Fahrzeuge nach 5 Minuten, andere Fahrzeuge nach 10 Minuten. Jetzt haben wir vorhin 10 Minuten gewartet. Und jetzt warten wir mal eine halbe Stunde und gucken, was ist. Weil ich habe jetzt alle Sicherungen abgeklemmt. Habe natürlich jetzt, dadurch, dass ich alle Sicherungen abgeklemmt habe, nochmal dafür gesorgt, dass der, kann natürlich sein, dass der Datenbus angesprungen ist wieder. Aber dann wäre er ja vorher auch schon angewiesen. Das ist natürlich ein Indiz dafür. Also ich habe jetzt zwar alle Sicherungen gezogen, aber die Amperezahl ist jetzt nicht raufgegangen. Das wäre natürlich ein Zeichen dafür, dass die Steuergeräte noch arbeiten. Gut, wir warten jetzt eine halbe Stunde und dann schauen wir uns das nochmal an. So, guck. 125 Milliampere. Boah, dann hat er über 300 Milliampere. Das Datenbussystem war noch nicht runtergefahren. Guck an. Hätte ich nicht meiner gefoppt. Aber gut, jetzt sind wir klar. 125 Milliampere ist auch viel zu viel. Also das Auto darf maximal 30 Milliampere haben mit der kleinen Batterie. Also maximal normalerweise eher 10 bis 20 Milliampere. Da muss der ganz still sein. Damit saugt er die Batterie natürlich auch leer. Wir hatten ja auch vorhin gesagt, der fährt ja nicht besonders viel Kilometer. Ne? Wenn wir 20.000, naja gut, das ist 22.000 Kilometer, da geht's drauf, in 8 Jahren, ja, kann man ja selbst ausrechnen. Gut, dann steht der Wagen viel und damit wird die Batterie natürlich auch leer. Gut, also da hätte es mich echt gefoppt. Aber trotzdem ist es so, wir haben ja alles rausgezogen und es hat sich überhaupt gar nichts verändert. Überhaupt nichts. Was haben wir denn hier? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Guck mal. Ja. Da ist der Fehler. Was ist das? Ja, weiß ich noch nicht. Hier ist eine Sicherung, ein Kabel verläuft nach hier vorne, geht irgendwie vorne in den Kotflügel rein und hört mal. Er zieht ein Relais an. Da haben die bestimmt zusätzlich Hupen eingebaut. Ja, da. Da hat sich irgendjemand zusätzlich Hupen eingebaut. Hupen eingebaut, da. Und dann wird hier irgendwo ein Relais drin sitzen. Man hört sie auch klicken. Valentin! Mach mal ganz kurz aus! Ja, aber dann haben die das Relais doch komplett falsch angeschlossen. Das zeige ich euch mal. So, hier haben wir mal so ein ganz normales Arbeitsstromrelais. Das funktioniert folgendermaßen. Ich mache das mal auf. Da innen drin ist eine kleine Spule. Dann haben wir einmal den Anschluss, weil ich muss, das kann ich gar nicht am Kopf. Aber schreiben 85 und hier ist 86. Das sind die Anschlüsse. Dann haben wir hier einen Schalter. Hier ist 30 und da ist 87. Das sind diese Anschlüsse. Ne, kann man jetzt hier sehen. 85, 30, 87. So.
Wofür braucht man so einen Arbeitsstromgelenk? Die haben jetzt da Zusatzhupen eingebaut. Wenn hier oben das Lenkrad zieht, so, in dem Lenkrad haben wir innen drin einen kleinen Schalter. So, sehen wir, das ist immer ein bisschen, nicht so professionell gezeichnet. Dieser Schalter geht auf einer Seite auf Masse, also hier ist das Lenkrad, ne? Müsst ihr euch vorstellen. So, wenn man da drauf drückt, geht ein Signal normalerweise einfach zu einer Hupe. Und die Hupe macht Mäp, so. So ist normalerweise. Für diese Hupe zu betätigen, fließt hier drüber ein gewisser Strom, was der Schalter auch ab kann. Wenn man zu viel Strom über diesen Kontakt fließen lässt, wird er zu heiß und verbrennt. Jetzt haben die Zusatzhupen, also zwei Hörner eingebaut. Ne? Wenn man vorstellen, haben wir so zwei Hörner, die man da unten ja gesehen hat. Wenn man die jetzt hier direkt anschließen würde, minus. So, wenn man die jetzt direkt anschließen würde, würde hier oben dieser Schalter anfangen zu glühen und zu kokeln. Deswegen baut man ein Arbeitsstromrelais ein. Das heißt, hier an diesen Anschluss kommt einfach, ich meine das jetzt erstmal nicht so in so schönen Schaltungszeichnungen, sondern damit man es besser versteht. Hier ist einfach Batterie Plus, also 30, da ist Plus, klemmt man da an. Und hier ist einfach Minus. Hier auf der anderen Seite klemmt man dann diese zwei Hörner an. Das kann man jetzt mal wegdenken. Diesen Anschluss, diesen Minusanschluss, legt man hier rüber auf 85 und diesen Anschluss legt man auch auf 30. Was passiert jetzt? Wenn ich hier, das muss man alles wegdenken, das ist alles nicht mehr da, wenn ich jetzt hier auf die Hupe drauf drücke, gebe ich ein Minussignal, also 12 Volt Minus auf diese Spule und auf der anderen Seite klemmt das ja auf 30, also auf Dauerstrom. In dem Moment zieht hier das Relais an, hier entsteht ein Magnetfeld, der Schalter wird geschlossen und es fließt von der Batterie sofort eine Spannungsversorgung auf die Hörner. Das heißt, ich lege diesen ganzen hohen Strom, der hier drüber fließt, fließt nicht über den Hupenknopf, sondern fließt hier über dieses Relais. Und dieses Relais kann ab 30 Ampere. Also das kann 30 Ampere ab. Ich schalte also mit einem kleinen Strom an dem Hupenknopf, schalte ich einen großen Strom und damit schütze ich das Relais. Das, was die jetzt gemacht haben, so wie ich das anhört, weil wenn ich dann anklemme, zieht das Relais ja schon an, das hört man ja mit diesem Klack, Klack, Klack. Das scheint so, als wenn die hier diese 30, also das Ding hier auf Minus gelegt hätten und diesen Anschluss hier drauf gelegt hätten, dass das Relais immer anzieht und der Saft einfach hier drüber läuft. Was dann hat das Relais überhaupt keine Funktion. Wer das angeklemmt hat, wenn das wirklich so ist, ist ein Vollhonk. Und das schauen wir uns jetzt mal an, heben den Wagen mal hoch und gucken mal, wie die das angeklemmt haben. Aber das Relais darf auf gar keinen Fall anziehen, wenn ich auf Batterie Plus gehe. Das darf nicht anziehen. Schauen wir uns das mal an. So, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt die Kuppe betätigen. Es hört sich an, als wenn der die zwei Hörner angeklemmt hat und das andere. Jetzt klemmen wir mal ab. Hört ihr das Klicken? Oh, pass auf. So, jetzt darf auf gar keinen Fall die anderen Hörner mehr funktionieren. Hat die normale Hupe dran. Die haben das Relais komplett falsch angeklemmt. Also das. Okay, jetzt schauen wir uns das an. Heben den Wagen mal rauf. Vielleicht kommen wir so von der Seite irgendwie dran. Ansonsten muss die ganze Haube, die ganze Dings abgebaut werden, die ganze Stoßstange abgebaut werden. Weil ich kann das jetzt hier oben nicht einfach nur umklemmen. Der muss auf jeden Fall. Ich muss mir anschauen. Unglaublich. Das ist echt. Jetzt machen wir aber erstmal hier den Schalter wieder rein. Klemmen die das Relais falsch an. Das ist ja echt unglaublich. Das ist
Okay, hier sitzt das Relais. Ja. Alles gut, ich habe was durchständig abzubauen. Muss ich abschrauben, muss ich mal anschauen. Ja, haben Sie sich vertan. Haben Sie hier die 30 Leitung, die Leitung hier auf 85 drauf getan. An dieser Stelle. Oder auf 86. Da unten runter. Und das hätte der Anschluss muss da drauf und der muss da drauf. Ja. Die zwei haben sie vertauscht, die Ottos. Also hier ist auch warm. Sie nimmt das dann den Strom raus. Aber wenn die das so vertauscht haben, da haben sie 87. Ja, ich muss ja selbst erzählen. 85 und 86. So, da ist Minus drauf und da ist Plus drauf. Deswegen zieht das Ding an. Okay. Jetzt Auto runter. Da werde ich den Herrn. Jetzt schauen wir erstmal, ob der Stromverbraucher jetzt weg ist. Normalerweise hätte die ganze Stoßstange jetzt abgemusst, als wäre ja noch mehr Arbeit gewesen. So, dann schauen wir mal. So, so ist der Stromverbrauch richtig. Jetzt klemme ich das an. Jetzt darf der Stromverbraucher nicht wieder hochgemäß anklemmen. Okay. So, unser Problem ist auf jeden Fall, hat es mit dem Relais zu tun. Jetzt ist nur die Frage, weil ich habe jetzt so ein bisschen getippt. Der 30er war auf jeden Fall falsch angeklemmt. Das kann eigentlich nur über Ausschussverfahren falsch mit dem 86er vertauscht worden sein. Jetzt müsste die Hupe, wenn die Hupe jetzt noch funktioniert, dann habe ich es genau richtig angeschlossen. Jetzt hat ihr Power. Ja, man, hast du ja vorher gehört, was das jetzt für Power ist hier. Und vorher war die doch so. Ja klar, weil dieser ganze Strom über diesen kleinen Kontakt oben ging von der Hupe hier. Boah, das ist ja der Hammer. Ja, da ging der kleine Kontakt nur über diese, der Strom über den kleinen Kontakt vom Hupenknopf, der wird natürlich dann auch warm mit der Zeit, geht irgendwann kaputt. Also wenn man da öfters hupt, hätte es dann ein riesen Problem gegeben. Jetzt ist zumindest richtig Power da. Fahr mal vorbei! Stromverbraucher ist weg. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Und dafür macht der Mann seit 9.2018 mit diesem Problem rum. Lieber Hyundai-Händler, da ist ein Fehler passiert beim Einbau von der Hupe. Dann wird eine neue Batterie eingebaut. Und dann wird keine Stromabnehmer gemessen und dem Kunden wird gesagt, er soll damit mehr fahren. Gut. Kann sich jeder selbst seine Meinung darüber bilden. Und ich bin hier nicht da, um andere Leute anzuprangern. Das bitte nicht falsch verstehen. Natürlich kommen solche Fehler auch immer nur hier, oder nicht immer nur, aber sehr viel zu uns, weil die Leute total verzweifelt sind. So. Wir können jetzt nochmal zum Vergleich machen. Patrick. Blend jetzt doch mal ein, wie sich das angehört hat. So, und jetzt machen wir noch mal zum Vergleich, wie es jetzt ist. Mach noch mal. Und jetzt mal so, wie es jetzt ist. Ah, ist schon ein krasser Unterschied.
Gut, jetzt hat er eine anständige Hupe, hat keinen Stromverbraucher mehr. Rufen ihn jetzt gleich an, dass er den Wagen abholen kann. Er kommt doch etwas weiter weg. Boah, steht nicht drauf. Aber. Ja. Relais verkehrtrum angeklemmt. 30 und 86 vertauscht. Und dadurch hat er direkt über den Hupenknopf den kompletten Strom gezogen. Na. Ja, da ist ein Füchschen, wa? Nicht so schlau, aber so stinkig. Nicht so schlau, aber so stinkig, habe ich das gehört, oder was? Das heißt, das ist ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einfach. Und wenn es euch wirklich gar nicht gefällt, dann guckt doch einen ganz anderen Kanal. Schön, dass ihr so Fans seid von uns und das immer wieder hört. Das ist ein geiler Job, das macht Spaß. Und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Beruf auszuüben und sich weiterzubilden, damit er später auch Geld verdient. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.